Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Potion Permit. In der letzten Folge war es alles sehr grindy, sehr, sehr grindy. Auch jetzt startet es ein bisschen so. Ich will aber vielleicht mal gucken, dass wir vielleicht noch irgendein Event machen. Aber erstmal mache ich hier die übliche Suche. Gänseblümchen. Ah, Tierausrotter-Errungenschaft, weil ich wahrscheinlich 1000 Tiere gekillt habe. Nice. Dann merkt man mal, wie viel ich gegrindet habe hier von dem Zeug. So. Ups, falsch, falsch. Ja, wir haben 3500 jetzt an Gold. Da können wir jetzt bald. Also zumindest die Axt erweitern. Ist halt so lächerlich. Wenn die Axt erweitert ist, würde ich sagen, machen wir dann so wieder den Goldaufschwung so ein bisschen nebenbei wieder. Dass ich das nicht so gezielt mache. Da hat man das Gefühl, das dauert dann trotzdem noch lang. Wenn ich das irgendwie so ein bisschen nebenbei mache, läppert sich das dann so mit der Zeit hier und da. Oder ich bilde mir das einfach nur ein, weil die Sachen werden auch immer, immer teurer. Aber dafür haben wir jetzt auch die letzten Werkzeuge. So, jetzt brauchen wir die Pusteblumen unten wieder. Alles wie immer. Routine. Morgengang, wie wir hier lang gehen. Hundi hat Hunger. Hundi kriegt jetzt auch was. Fleisch haben wir auch nicht mehr so viel von da. So, nächster Maulwurf. Ach ja, auch da kriegen wir langsam die Ressourcen zusammen, aber das dauert halt auch, ne? Ich würde gerne den Höhleneingang mit euch jetzt nochmal finden in der Folge. Das wäre mir ein kleiner Wunsch. Kleines Träumchen wäre das. Muss halt auch einfach so sagen, eine Sache, die ich nicht vermissen werde, ist das Grinde hier im Potion Permit. Ist halt einfach so. Also ich hatte jetzt zwischen dieser Aufnahmesession und der letzten fast 2, 3 Wochen sind jetzt vergangen. Aber ich merke auch jetzt schon wieder, dass ich es nicht vermisst habe. Ich bin jetzt erst wieder bei der dritten Folge. Quasi doch frisch reingestartet. Aber was soll ich euch sagen? Das ist halt leider, ne? Das ist halt the game. Das ist hier halt das, was zu tun ist. Keine Ahnung, Entwickler, ob sie das selber mal bis hierhin so gespielt haben, dann sich auch mal gemerkt haben, vielleicht hätten wir einfach mehr Ressourcen-Drops machen müssen oder die Anforderungen kleiner machen müssen, eins von beiden. Dann wäre es ja alles okay, aber so ist das dann einfach nur nerviges Gegrinde. Nein, Maulwurf ist abgehauen. Gut, kann uns egal sein. Wir gehen jetzt wieder ab in die Wüste. Verbraten unsere Ausdauer ein bisschen. Das, was halt noch so geht. Dann gehen wir ins Badehaus und machen dann hier weiter, denn ich möchte gerne die Höhle finden. Gleichzeitig natürlich hier Zeug mitnehmen. Nö. War jetzt echt kein guter Zeitpunkt. Hier geblieben, kleiner Käfer. Achter Panzer. Nehmen wir mit.
4 von 5. Immerhin kriegen wir da auch nur langsam die Ressourcen zusammen. Das ist auch noch ein kleiner Hoffnungsschimmer, den ich da so habe. Sich das Gegrindet dann auch für die Quests hier langsam lohnt. Okay, Austausch futsch. Wir gehen in die City und dann machen wir mal weiter. Wie gesagt, ich will ganz gern diese blöde Höhle finden. Vielleicht suche ich die auch expliziter mal so ein bisschen. Lass vor allem mal die Bäume und Steine außer Acht. Gebt nur die Pflanzen auf, vielleicht. Und mal wirklich ein bisschen die Story auch voranbringen. Neben den ganzen Gegrinde, ja, ist dann aber schön, mal anderen Content zu sehen. Auch für mich. So, Ausdauer ist wieder da und wir porten wieder weg. Ja, so viel zum Thema. Ich gucke auf dem schwarzen Brett mal. Eher nicht so. Wie gesagt, ich versuche jetzt mal Bäume und Steine stehen zu lassen. Wenn dann Pflanzen mitzunehmen und Tiere. 1320 Gold. Ja, dann können wir am nächsten Tag mal unsere Axt verbessern, würde ich mal sagen. Wenigstens was Gutes hat das Ganze hier. Endlich mal. Eine fiese Krabbe. Ah, da haben wir eins erledigt. Auch schön. Alle Eskalation hier. Hier müsste die Höhle doch sein, oder? Ja. Abracadabra, Simsalabim! Sesam, öffne dich! Ich bin Faust. Ja, mit Faust reden. Aber erstmal verbraten wir dann jetzt doch unsere Ausdauer. Wir sind auf jeden Fall mal hier ein Schrittchen vorangekommen. Wir wissen, wo die Höhle ist. Ist ja schon mal gut. Ist ja wirklich schon mal gut. Aber jetzt nochmal die Ausdauer verbraten. Wollen wir mit Faust reden. Der macht einen Schaden, ey. Vielleicht müssen wir gleich was snacken, allein um uns zu heilen, aber ich kann ja jetzt die Gebiete zurückgehen, wo wir eigentlich alles gekillt haben, um mal eben ganz hier auch zu sammeln. Wie gesagt, der Loot, immerhin das ist was Gutes. Auf unser Holz- und Steinkonto gucken, sieht es ja auch ganz gut aus in der Hinsicht. Geld wird gleich leider wieder komplett weg sein. Das ist halt, ja, das Doofe dabei. Die Anfang des Monats erstmal Geld kommt drauf und dann am nächsten Tag Überweisung machen, die Stars, alles wieder weg. Ein Trauerspiel. Du blöde Krabbe, nee, komm, da hau ich jetzt ab. Das ist jetzt nicht so geil hier. Krabbi, Krabbmann, lassen wir jetzt mal in Ruhe. Wir suchen jetzt mal Forest. NPC. Wo ist... Hätte ich auch noch von oben nach unten gehen können. Hier, Forest, bitte.
Wäre nice, wenn wir da schon mal das nächste abschließen können. Ah, guck mal, wer da ist. Oh, du brauchst Hilfe? Ein Problem. Erzähl mir, worum es geht. Du hast also eine Idee, wie wir wieder zu Aloy kommen? Das ist ja klasse. Aber wenn wir dazu graben müssen, brauchen wir mehr Werkzeuge. Unsere sind schon ziemlich hinüber. Oh nee, schauen wir doch in der Schmiede vorbei. Vielleicht haben sie etwas auf Lager. Wie viele Tausende wollt ihr jetzt haben? Entschuldige, wir sind auf der Suche nach Spitzhacken, die wir im kargen Ödland einsetzen können. Wieso denn das? Seit der Weg dorthin blockiert ist, haben wir keine mehr hergestellt. Der Geysir ist wieder in Ordnung. Er kommt also wieder hin. Ja, haben keine von damals übrig. Es hat auch nie jemand eine haben wollen. Könntest du uns dann vielleicht eine neue machen? Ja, natürlich. Hier, der Kostenvoranschlag kostet dich 5.000. Bring mir einfach die Materialien auf der Liste und ich mache mich ans Werk. Ich habe neben meinen Aufgaben als Ranger nicht genug Zeit, auf die Jagd nach den Materialien zu gehen. Könntest du das vielleicht übernehmen, Extreme? Du behandelst die ganzen Leute, du machst alles auf dieser Insel, aber könntest du das vielleicht auch noch machen? Das wäre wirklich nett. Sag mir einfach Bescheid, wenn du alle Materialien hast. Alles klar, sobald wir die Spitzhacken haben, machen wir uns an die Arbeit. Aber wir brauchen nur hier mal noch diese blöde Geschichte da. Ja, hat natürlich zu. Aber ihr könnt Blümchen mal ihr Pilzmittelchen verabreichen. Freut sie sich bestimmt auch drüber. Hundi, komm mal her. Wir suchen mal im Blümchen. Ja, komm, Zecke, renne ich jetzt nicht hinterher. Halb tot sind wir auch, keine Ausdauer mehr. Alles nicht so geil. Hallo Blümchen. Lass erstmal quatschen hier. Und dann habe ich hier ein Pilz, bitteschön. Du hast das Gegenmittel fertig? Alles klar, dann mal los. Bäume ploppen auf, nachträglich. Gedeiht wieder. Sieh nur, wie hübsch er ist. Oh, entschuldige, ich habe mich etwas hinreißen lassen. Okay. Danke für deine Hilfe. Was explodiert denn da? Oh Gott, ich muss mich mal schnell heilen. Der blöde Sandwurm ist jetzt hier. Aber wir brauchen auch die Finne von ihm. Alter Finne. Ja, Lotus Anru. Also, wir können uns endlich unser Werkzeug schmieden und wir können Lotus an Rü geben. Alles nice. Wir müssen noch mal eben hier Klößchen essen. Muss leider diese blöden Würmer töten. Nee, die sind so nervig.
Junge, Junge, Junge. Komm schon. Nein! Oh. Ja, Rü kriegt erst am nächsten Tag ihre Geschichte oder auch unsere Axt wird erst am nächsten Tag gemacht. Und hier brauchen wir noch zwei weitere. Wir kommen so ganz langsam mühselig in der Questgeschichte hier voran, aber es ist halt, oh, es ist so ein Gegrinde. Nervt. Ich kann noch mal ein paar Enke brauen, vielleicht dann ein bisschen Abwechslung zu schaffen, vor allem um Kohle zu besorgen. Das ist ja hauptsächlich, wir wissen ja alle, ohne geht ja gar nichts. Aber auch die Zutatenliste ist hier ein bisschen aufgebraucht, ne? Bei den alten Rohstoffen fehlen uns halt so viele Sachen. Gewerbelösung. Ja, aber die Gewerbelösung bringt uns auch nichts. Sonnerkuss, da müssen wir vielleicht auch mal was anderes, nochmal ein anderes Rezept herstellen. Ja, komm, ich setze mich hier nochmal ran und mache nochmal eine neue Geschichte, auch wenn ich das mal nervig finde, das Ganze. Zusammengefrickel hier, aber wir gucken mal von dem, was wir da haben, würde ich fast sagen, aber es ist halt immer, was haben wir denn da? Das ist halt nicht so die Masse von allem, ne? Ja, das geht halt, aber wenn wir wieder zu viel nehmen, dann verschwindet auch wieder zu viel, ne? Das ist auch das Problem. Hiervon können wir reinnehmen. Zwei, aber das ist gerade nicht das, was wir viel haben. Beste, was ich versuche, das wirklich mal mit Dingen, wo wir jetzt so mal über 20 Stück von haben. Das Problem ist, ihr seht ja schon selbst, dann ist jetzt hier die ganze Form schon schwierig. Über 20 Stück ist so ein bisschen großzügig ausgesprochen von mir, ne? So viel haben wir auch gar nicht über 20. Ich will's gierig machen, also geizig machen, indem ich dann halt ja so wenig wie möglich reinstecke, aber so funktioniert das Spielchen leider nicht. Nicht in dem Ausmaße, dass wir dann alles beisammen haben. Nee, ist halt doof. Kannst jetzt hier mal speichern, aber ganz zufrieden bin ich jetzt hiermit nicht. So, Rezept gespeichert. Können wir jetzt hiervon dann ist da eben die. Machen wir mal so viele. Davon jetzt noch ein paar und dann muss ich noch mal gucken, was kriege ich denn noch zusammengebastelt. Vielleicht mit Sachen, die wir über 10 haben, dass ich nicht ganz so übertreibe. Ja, aber wenn wir etwas von etwas schon mal 2 nehmen, dann ist das auch schon schnell wieder leer, ne? Das wäre halt optimal, aber ist viel zu teuer dafür. Also. Ja, doof, dass wir Rot nicht noch dazu nehmen dürfen. Dadurch ist die Auswahl auch schon wieder sehr beschränkt. Müssen wir halt ein Gänseblümchen nehmen. Gänseblümchen ist halt irgendwie immer überall drin. Aber gut, jetzt haben wir nochmal ein anderes Rezept. Ja, was können wir denn davon reinballern? 8-mal immerhin, ich mach mal 6-mal. Ich würde ja sagen, ich mach mal so zwischen den Folgen so ein paar Grind-Folgen, aber das Doofe ist, es passiert immer Sachen im Spiel. Ihr wisst es ja selbst, dann ne, ist dann plötzlich ein Event da und Gespräche und Quests. Also ich kann das ja nie bestimmen, so wirklich. Mal guck mal hier, 350 für jedes ist ja schon mal nice. Die Investition hat sich gelohnt und am nächsten Tag können wir auf jeden Fall
die Axt erweitern. Ein neuer Notfall. Aber den gehen wir erst in der nächsten Folge an für euch dann übermorgen. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ich bin raus und sage bis dahin. Tschüss.